25 Jahre lang herrscht Mao Zedong über ein Viertel der Weltbevölkerung. Er führt China auf seinem Weg von einem rückständigen Feudalsystem zu einem der mächtigsten Staaten der Erde. Ich halte ihn für ein Genie. Seine Anhänger und auch Gegner sind der gleichen Meinung. Obwohl offiziell darüber nichts bekannt wird, wissen wir heute, dass er für den Tod von Abermillionen seiner Landsleute verantwortlich ist. Mao war Stalin ähnlicher als Hitler, aber er war für viel mehr Tote verantwortlich als jeder dieser beiden. Er herrscht wie ein Kaiser und bleibt doch ein einfacher Mann. Er wusch sich nicht, ließ sich dafür jeden Abend mit nassen Handtüchern abrubbeln. Er putzte sich auch nie die Zähne. Er war ein Bauer. Dies ist die Geschichte eines Mannes, der zu Lebzeiten gottgleich verehrt wird, der aber als der blutigste Diktator des 20. Jahrhunderts in die Geschichte eingehen könnte. China ist die letzte wichtige Bastion des Kommunismus in der Welt. Mehr als 50 Jahre lang hat ein Mann die Geschichte des Landes bestimmt, Mao Zedong. Er wird noch immer als Gründer des modernen China verehrt. Dieser Mann, der den Marxismus zum Maoismus machte, gab dem chinesischen Volk Würde und Selbstachtung zurück. Die Menschen glaubten, dass Mao Zedong ihnen zu einem guten Leben verhelfen wird. In einem populären Lied heißt es: Der Osten ist rot, die Sonne geht auf. China hat einen Mao hervorgebracht. Mao stammt aus einer Bauernfamilie. Großeltern und Eltern besitzen 1,5 Hektar Land in dem kleinen Dorf Shaoshan, das in der südchinesischen Provinz Hunan liegt. In diesem Haus, das heute ein Museum ist, wird Mao Zedong am 26. Dezember 1893 geboren. China ist damals eine Feudalgesellschaft, in der eine kleine Oberschicht gut lebt, während Millionen dem Hungertod nahe sind. In den Städten ist die Opiumsucht weit verbreitet. Auf dem Lande herrschen Großgrundbesitzer wie Könige und treiben hohe Steuern ein. Immer wieder gibt es Bauernaufstände, die blutig niedergeschlagen werden. Das Leben ist hart und brutal. Maos Familie geht es besser als vielen anderen. Sein Vater Mao Zedong glaubt, dass man es durch harte Arbeit im Leben zu etwas bringen kann. Er ist jähzornig und schlägt seine Söhne oft. Mao und seine beiden jüngeren Brüder lieben ihre Mutter Wen Chi-mai, eine gläubige Buddhistin ohne jede Schulbildung, die ihre Söhne vor dem Vater schützt. Mao liebte seine Mutter sehr. Mit seinem Vater hat er oft gestritten. Als er als alter Mann einmal das Grab der Eltern besuchte, sagte er, dass ihm seine Mutter viel mehr bedeutet habe als sein Vater. Bereits mit 6 Jahren muss der kleine Mao stundenlang auf den Feldern des Vaters helfen. Er erhält nur eine kurze Schulausbildung und arbeitet schon mit 13 Jahren voll auf dem väterlichen Hof mit. Er wird immer unzufriedener. Er hatte keine ausreichende Schulbildung, war aber andererseits sehr ehrgeizig. Das ist ein ziemlich brisantes Gemisch. Er wusste nicht recht, was aus ihm werden sollte. Aber er verschlang förmlich alle Bücher, die er bekommen konnte,
und ihm stand der Sinn nach Abenteuern. Als er 14 ist, arrangiert sein Vater eine Ehe mit einem Mädchen aus dem Dorf. Doch Mao weiß, dass er der Enge des dörflichen Lebens entfliehen muss und lehnt es ab, das Mädchen zu heiraten. Drei Jahre später verlässt er mit 17 das Dorf. Mit dem Schiff fährt er in die geschäftige Provinzstadt Changsha, um sich dort weiterzubilden. Kurz nach seiner Ankunft gerät er in die Wirren einer Revolution. Seit Jahren regiert in China eine korrupte und unfähige Monarchie. Das Land ist bankrott. Die Monarchie wird gestürzt und durch eine republikanische Regierung unter Führung der nationalistischen Partei der Kuomintang abgelöst. Mao begrüßt die Revolution. In Changsha bleibt es allerdings relativ ruhig. Er schreibt sich an einer pädagogischen Hochschule ein. Als Zeichen der Solidarität mit der Revolution schneidet er sich den traditionellen Zopf ab, was vorher ein schweres Vergehen gewesen wäre. Umherstreunende Verbrecherbanden zogen durch das Land. Damals fragten sich viele patriotische junge Leute, wohin steuert China? Er schließt sich einer Studentengruppe an und träumt von einem neuen China. Er war von der Bedeutung körperlicher Ertüchtigung überzeugt. Wir wissen das aus einem Buch, das ein Jugendfreund über ihre gemeinsame Zeit schrieb. Sie durchwanderten in den Ferien zusammen mit anderen das Land und überquerten dabei Flüsse und bestiegen Berge. Wenn sie als junge Patrioten China retten wollten, mussten sie nach ihrer Überzeugung gesund und stark sein. . 1918 legt er mit 24 Jahren das Lehrerexamen ab. Im selben Jahr stirbt seine geliebte Mutter. Mao sieht nun keinen Grund mehr, in sein Dorf zurückzukehren. Er geht in die Hauptstadt Peking und sucht Arbeit. In der Stadt sind viele junge Leute auf Arbeitssuche. Mao ist zunächst erfolglos, findet aber schließlich in einer untergeordneten Stellung an der Universität Arbeit. Sein Zimmer in einem armen Viertel der Stadt teilt er sich mit 7 anderen Leuten. Mao arbeitete als Bibliotheksassistent. Zwar war er kein Student, aber er war immerhin an der Universität. Die Studenten sahen etwas verächtlich auf ihn herab. Ich glaube, die untergeordnete Stellung seiner Arbeit hat ihn sehr frustriert. Er ist viel mit Studenten zusammen. Von ihnen hört Mao von der kommunistischen Revolution in Russland. Er ist fasziniert. Sie scheint ihm eine Hoffnung für die unterdrückten Bauern seines Landes zu sein. Mao wird revolutionärer Marxist und Gründungsmitglied der Kommunistischen Partei Chinas. Es war nur eine kleine Gruppe, die da zusammenkam. Mao war, wenn man so will, der Vertreter der ungebildeten Massen, den niemand so recht ernst nahm. Mao geht in seine Heimatprovinz Hunan zurück, um die Bauern vom Marxismus zu überzeugen. Er nimmt seine Ehefrau mit, die Tochter eines seiner Lehrer. Doch für ein Familienleben bleibt wenig Zeit. China wird mittlerweile von dem militanten Antikommunisten Chiang Kai-shek regiert. Der geht 1927 rigoros gegen seine Gegner vor. Tausende von Kommunisten werden brutal zusammengetrieben, viele misshandelt und erschossen. Mit seiner Familie und einer Gruppe Kommunisten zieht Mao sich in die abgelegenen und schwer zugänglichen Berge von Jiangxi im Süden Chinas zurück.
Er kennt die Gegend aus seiner Jugend. Er ist jetzt Ende 30 und wird polizeilich gesucht. Auf seinen Kopf sind $250.000 ausgesetzt. Aber er ist im Begriff, der wichtigste Mann der chinesischen Revolution zu werden. In der Abgeschiedenheit der Berge Jiangxis formieren sich die Reste der Kommunistischen Partei Chinas neu. Mao und seine Genossen sind Staatsfeinde, auf deren Ergreifung hohe Belohnungen ausgesetzt sind. Sie besetzen Ländereien und errichten eine Militärbasis. Ende der 20er Jahre finden sich immer mehr Anhänger in Jiangxi ein. Mao ist in seinem Element. Er mag diese ständige Rastlosigkeit, die Aufregung und die Gefahr. Ihm ist bewusst, dass Chiang Kai-sheks Truppen bald angreifen werden. Mao und den Kommunisten war klar, dass sie eine Armee aufbauen mussten. Das ging aber nur langsam und mit Schwierigkeiten. Bauern interessieren sich nun mal nicht für den Guerillakrieg. Die wollen lieber ihre Felder bestellen, um ihre Familien zu versorgen. Daher war es schwierig für Mao, eine Guerilla-Armee aufzustellen. Doch schrittweise gelang es ihm und sie wurde allmählich zu einer Bedrohung für die Regierung. Mao ist ein begabter, aber skrupelloser Organisator, der die Menschen mit seinem Charme für sich gewinnt. Mao gab sich betont einfach. Er trug sehr einfache Kleidung, die voller Zigarettenbrandlöcher war. Und er kratzte sich ungeniert in der Öffentlichkeit. Von ihm ging, wenn man es so ausdrücken will, der Charme der Vulgarität aus, der die Menschen für ihn einnahm. Selbst solche, die ihm überlegen waren. Die Regierung kann die Bedrohung durch die Kommunisten nicht länger ignorieren. 1930 greift Chiang Kai-shek an. Die Kommunisten sind in Anzahl und Bewaffnung hoffnungslos unterlegen. In einem mit konventioneller Taktik geführten Krieg wären sie bald besiegt worden. In dieser Situation verfasst Mao seine berühmte Anleitung zum Guerillakrieg. Den Feind nie direkt angreifen. Rückzug, wenn er angreift, Angriff, wenn er ruht. Maos Frau und Kampfgenossin Yang Kai-hui ist eines der ersten Kriegsopfer. Sie kommt bei einem Guerillaangriff ums Leben. 6 Monate später heiratet er wieder, während die Regierungstruppen unentwegt angreifen. Seine zweite Frau, Ho Sai-chen, ist Guerillakämpferin. Es wird eine Kriegsehe. 1934 haben fast 1 Million Regierungssoldaten das Lager der Kommunisten eingekreist. Selbst der Guerillakrieg wird unmöglich. Unter schweren Verlusten müssen sich die Kommunisten zurückziehen. Da bricht in der Führung ein Streit über das weitere Vorgehen aus. Die meisten Führer wollen den offenen Endkampf. Mao steht fast allein gegen sie. Nach Wochen des Rückzugs und der Niederlagen stellt er die Machtfrage. Er suchte sich den richtigen Moment aus. Die Menschen hatten genug. Sie waren hunderte von Kilometern marschiert, ohne zu wissen, wie es weitergehen sollte. Er nutzte die Gelegenheit zu einer internen Konfrontation, aus der er als Sieger hervorging. Es ist eine historische Auseinandersetzung. Von nun an ist Mao der unumstrittene Führer. Von Jiangxi aus beginnt er den größten strategischen Rückzug in der Militärgeschichte. Er führt über 10.000 Kilometer durch China in die Provinz Shanxi im Norden und wird später unter dem Namen der Lange Marsch berühmt. Auf dem ganzen Weg werden die Kommunisten immer wieder angegriffen. Der Blutzoll ist hoch. Von den 100.000 Menschen, die den Marsch begannen, überleben weniger als 20.000.
Doch der lange Marsch bewahrt die Kommunisten vor der fast sicheren Vernichtung und macht Mao zu einer lebenden Legende. In der Schule haben wir gelernt, wie Mao und die Rote Armee verschneite Gebirge überwanden und wilde Ströme überquerten. Sie waren Helden, die ihr Leben für China und die Befreiung des chinesischen Volkes opferten. Ich habe sie natürlich verehrt. Ein Jahr später, 1936, erreichen die erschöpften Kommunisten die abgelegene Stadt Yan'an im Norden Chinas. Dorthin können ihnen die Regierungstruppen nicht folgen. Damals wie heute ist Yan'an ein ärmlicher, von hohen Bergen umgebener Marktflecken, der von den Behörden vernachlässigt wird. Mao und die anderen Führer der Kommunisten wohnen in den für die Gegend typischen Höhlenbehausungen. Es spricht sich herum, dass sie dort eine neue Basis errichtet haben. Neue Anhänger stoßen zu ihnen, die von Maos Ruf als Revolutionär angelockt werden. Mao konnte die Menschen für sich einnehmen, den Einzelnen und das Kollektiv. Er war ein großartiger Geschichtenerzähler. Außerdem hatte er ein Gespür dafür, den richtigen Ort für seine Erzählungen auszusuchen. In Yan'an tat er das am liebsten draußen vor den Wohnhöhlen, in denen seine Anhänger lebten. Diese Höhlen waren sehr primitiv und sichtbarer Ausdruck dafür, dass eigentlich alles nur besser werden könnte. Die Geräuschkulisse des Ortes, Pferde wiehern, Waffen klirren und die Kommandorufe der Soldaten aus der Ferne, übte auf junge Leute, die gerade eingetroffen waren, einen eigentümlichen Zauber aus. Yan'an wird ein kommunistischer Freistaat. Zum ersten Mal seit vielen Jahren hat Mao die Muße, darüber nachzudenken, was er erreicht hat. Er schreibt Gedichte und macht sich Gedanken über revolutionäre Politik. Er hat mich fasziniert. Er konnte viel besser reden als alle anderen chinesischen Führer. Einige von denen waren in Frankreich oder in der Sowjetunion ausgebildet worden. Sie hatten ein höheres intellektuelles Niveau und deshalb verstanden wir sie kaum. Daher mochten viele von uns Mao lieber. Mao nutzt seine Popularität aus. Er ist nicht nur ein großer Führer, er ist auch ein Frauenheld. Mao war bekannt dafür, dass er von seinen Offizieren und Kadern rigorose Disziplin in Bezug auf Frauen und deren Rechte verlangte. Er selbst nutzte seine Stellung allerdings weidlich aus. Er war ein berüchtigter Schürzenjäger. Als neue Rekrutinnen eintreffen, beginnt Mao eine Affäre mit einer von ihnen, der Schauspielerin Zhang Qing. Ihretwegen verlässt er seine Frau. Ein Jahr später heiratet er Zhang Qing. Die Ehe bleibt bis zu seinem Tod bestehen. Aber auch ihr ist er keineswegs treu. Später erkennt man, dass Maos Abgebrühtheit Teil seiner Persönlichkeit ist. Damals entschuldigt man sie mit den Umständen der Kriegszeit. Ende der 30er Jahre marschieren die Truppen Chiang Kai-sheks nach Norden und bereiten sich auf einen Großangriff vor. Doch dann kommt Hilfe von unerwarteter Seite. Chinas Todfeind Japan marschiert ein und richtet unter der Zivilbevölkerung ein Blutbad an. Mao nutzt die Situation und schließt mit seinem Feind Chiang Kai-shek ein bizarres Bündnis, um die Invasoren gemeinsam zurückzuschlagen. Es ist höchste Zeit für ihn. Die Invasion der Japaner bot Mao die Gelegenheit, Chiang Kai-shek ohne Gesichtsverlust und mit breiter öffentlicher Unterstützung von einem Angriff auf die Kommunisten abzubringen und stattdessen mit ihm eine anti-japanische Allianz zu bilden. 3 Jahre später werden China und Japan in den Zweiten Weltkrieg verwickelt.
Amerika unterstützt Mao im Kampf gegen die Japaner mit Militärberatern. Bei Kriegsende sind die Kommunisten dank amerikanischer Hilfe stärker und besser ausgerüstet als je zuvor. Nach vielen Kämpfen mit Regierungstruppen gewinnen Maos Guerillakämpfer 1949 schließlich die Oberhand und marschieren in der Hauptstadt Peking ein. Die Revolution der Bauern triumphiert. Amerika hat ironischerweise den Mann aufgerüstet, der einer der mächtigsten kommunistischen Führer der Welt werden wird. Mao ist 55 Jahre alt und der erfolgreichste Guerillaführer des 20. Jahrhunderts. Doch vor ihm liegen noch größere Herausforderungen. Am 1. Oktober 1949 verkündet Mao Zedong auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking die Gründung der Volksrepublik China. Ein 30-jähriger Bürgerkrieg ist damit zu Ende. An diesem Tag mussten wir auf dem Platz des Himmlischen Friedens erscheinen. Ich hielt Mao immer für einen großen Mann und den Retter Chinas. Ich hatte erkannt, dass die Kuomintang-Regierung korrupt war. Meine Kommilitonen und ich bewunderten ihn sehr. Ich war ganz aufgeregt, als Mao sagte, ich verkünde die Gründung der Volksrepublik China. In meinem kindlichen Herzen wurde Mao zu einem Gott. Im Herbst desselben Jahres reist Mao nach Moskau. Es ist die erste Auslandsreise seines Lebens. Er weiß nicht, was ihn erwartet. Er will China rasch ins 20. Jahrhundert führen und hofft dabei auf die Hilfe seines wichtigsten Verbündeten, der Sowjetunion. Aber der sowjetische Führer Josef Stalin lässt ihn wochenlang warten. Als es schließlich doch noch zum Treffen der beiden Männer kommt, endet es enttäuschend. Stalin ist an China wenig interessiert und Mao ist verärgert, weil Stalin ihn hochmütig behandelt. Trotz öffentlich demonstrierter Freundschaft ist Mao enttäuscht über den Verbündeten, als er Moskau verlässt. China muss seine Probleme alleine lösen. Zu Hause löst er sein Versprechen gegenüber den Bauern ein. Er verkündet ein umfassendes Programm zur Landreform. Die feudalen Großgrundbesitzer werden enteignet, das Land wird unter ihren ehemaligen Landarbeitern aufgeteilt. Grundeigentümer werden öffentlich gedemütigt. In den großen Städten gibt es allerdings weniger Anhänger der kommunistischen Partei. Vielen Menschen gefällt die rigorose Durchsetzung der Parteilinie nicht. Es gab sehr großen Widerstand gegen das harte Vorgehen der Partei gegen alle Nicht-Parteimitglieder. Besonders die Intellektuellen, die sich traditionell als Teil der herrschenden Elite empfanden, waren gegen die Art, wie die Partei das Land führte und wie sie nun von Parteifunktionären herumkommandiert wurden, die bestenfalls Volksschulbildung hatten. Mao spürt die Unruhe. 1956 startet er Chinas erstes Experiment in Sachen Demokratie. Er fordert die Intellektuellen des Landes auf, ihre Ansichten offen zu äußern. Er sagt, es sei an der Zeit, 100 Blumen blühen und 100 Ansichten wetteifern zu lassen. Er erwartet im schlimmsten Fall milde Kritik.
Mao begann die 100-Blumen-Kampagne in der Überzeugung, den Studenten und Intellektuellen damit ein Ventil für ihre Kritik zu öffnen. Damit sollten sie zufriedengestellt und glücklich gemacht werden. Er war felsenfest überzeugt, dass es keine herbe Kritik geben würde, weil man in den letzten 7 Jahren alles sehr gut gemacht hätte. Aber er hat die Stimmung falsch eingeschätzt. Auf großen Wandzeitungen wird die Kommunistische Partei scharf kritisiert. Mao ist von der Heftigkeit der Kritik erschüttert. Mao wurde nervös und fühlte sich bedroht. Je mehr Wandzeitungen auftauchten, desto unruhiger wurde er. Ein Freund von mir, der Maos Sekretär war, erzählte, dass Mao sogar vor Aufregung krank wurde. Es ist das letzte Mal überhaupt, dass Mao das chinesische Volk einbezieht. Kurz darauf schlägt er gnadenlos gegen die zurück, die es gewagt hatten, Kritik zu äußern. Hunderttausende verlieren als Rechtsabweichler ihre Arbeit. Zehntausende wandern ins Gefängnis. Einer von ihnen ist der Journalist Liu Binyan, der gefordert hatte, die Kommunistische Partei sollte dem Volk gegenüber verantwortungsbewusster sein. Er kann gar nicht begreifen, was mit ihm passiert. Ich hielt mich für schuldig, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass Mao Unrecht hatte. Ich dachte, ich hätte Fehler gemacht. 2 Monate lang erschienen in meiner Zeitung Artikel, in denen ich angegriffen wurde. Ich wurde zur körperlichen Arbeit aufs Land geschickt. Von der sogenannten Kampagne gegen die Rechtsabweichler sind über 1 Million Familien betroffen. Liu Binyans Frau sieht ihn jahrelang nicht. Als Liu Binyan als Rechtsabweichler geächtet wurde, war ich total schockiert. Ich wurde zu einer Art gespaltenen Persönlichkeit. Ich dachte, Mao kann nicht im Unrecht sein, also muss ich Unrecht haben. Ich wollte ernsthaft glauben, dass Liu Binyan tatsächlich ein Rechtsabweichler war. Für viele Beobachter ist das der Zeitpunkt, in dem Mao den Bezug zur Realität verliert. Aus einem populären Führer wird ein mörderischer und paranoider Diktator. Es war verrückt. Diese Rechtsabweichler waren in Wirklichkeit überhaupt keine. Auf einer Versammlung sagte ein Freund von mir kein einziges Wort, aber er fasste sich einmal an den Kopf. Daraufhin wurde er zum Rechtsabweichler erklärt. Warum? Sie sagten ihm, indem du an deinen Kopf fasst, willst du andeuten, dass du ihn verlieren würdest, wenn du Kritik üben würdest. Also bist du ein Rechtsabweichler. Doch Mao nimmt das alles nicht mehr wahr. Er ist von Ja-Sagern umgeben und folgt nur noch seinen eigenen Visionen. Nur wenige ahnen, wohin das führen wird. ...1958 verlässt Mao Peking zu einer seiner regelmäßigen Reisen durch das Land. Er ist ungeduldig, weil ihm die Veränderungen zu langsam gehen. Und er ist besorgt, dass die Revolution ihren Schwung verloren hat. Er meint, es sei an der Zeit, das Land wachzurütteln und zu altem Enthusiasmus zurückzufinden. Mao glaubte, alles müsse immer in Bewegung sein. Er erzählte seinem Arzt, dass er Umwälzungen liebe. Das wird auch in seinem Verhalten deutlich. Seine Persönlichkeit war so strukturiert. Deshalb mochte er das Soldatenleben als Guerillakämpfer. Für ihn war das der Inbegriff der Revolution. Auf seiner Rundreise durch das Land wird ihm mit einem Mal das riesige Potenzial der chinesischen Massen bewusst. Es mangelt dem Land zwar an modernen Maschinen, aber es verfügt über mehr menschliche Arbeitskraft als jeder andere Staat der Welt. In diesem Sommer will Mao diese Kraft nutzbar machen. Er nennt es der große Sprung nach vorn. Chinas Millionen werden mobilisiert. To be fair to Mao.
Man muss fairerweise sagen, dass viele Ökonomen in den 50er und 60er Jahren eine Entwicklung aus eigener Kraft für den richtigen Weg hielten. Die Bauern sollten eine lokale Industrie aufbauen. Mao hat die Möglichkeiten allerdings maßlos überschätzt. Als Khrushchev sagte, die Sowjetunion werde Amerika in 15 Jahren überholen, verkündete Mao, China wird Großbritannien in 15 Jahren überholen. Das war verrückt. Die Folgen sind unmittelbar zu spüren. Im ganzen Land wird die Landwirtschaft umorganisiert. In weniger als einem Jahr werden 900 Millionen Bauern zwangsweise zu riesigen Kollektiven zusammengefasst. Die Getreideproduktion soll vervierfacht werden. Doch Mao hat noch größere Pläne. Das Land muss mehr Stahl produzieren. Die Millionenbevölkerung Chinas soll dabei helfen, aus dem Land in kurzer Zeit einen Industriestaat zu machen. Per Parteidekret soll China zu einer Nation von Stahlkochern werden. Von nun an werden die Nächte in China vom Widerschein der Glut in Millionen kleiner Hochöfen in Dörfern und Fabriken erhellt. Aber vielfach fehlt es an Roheisen. Wir gingen zu unseren Kollegen in die Häuser und suchten dort nach Altmetall. Als es nach einiger Zeit nirgendwo mehr Schrott zu finden gab, nahmen wir den Heizofen, zerschlugen ihn und machten daraus Schrott. Das ist eigentlich unglaublich verrückt, aber wir haben so etwas gemacht. Es handelt sich um die größte Massenbewegung, die die Welt je erlebt hat. Von überall her kommen Erfolgsberichte über fantastische Produktionszahlen. Mao will nur gute Nachrichten hören. Und nach den jüngsten Erfahrungen mit der Rechtsabweichler-Kampagne will ihm auch niemand widersprechen. Mao war taub und blind. Er wurde isoliert und schlecht informiert, genau wie ein Kaiser in seinem Palast. Im folgenden Jahr kommt die Wahrheit ans Licht. Der meiste Stahl ist unbrauchbar. Schlimmer noch, wegen der Konzentration auf die Stahlproduktion ist die Ernte seit 2 Jahren vernachlässigt worden. In den Jahren 1958-59 herum hatte ich den Eindruck, dass Mao die Welt um sich herum und das chinesische Volk überhaupt nicht mehr wahrnahm. Er wusste, wie man eine Revolution organisiert, aber nicht, wie man ein Land regiert. Als Folge von Maos Bestrebungen erleidet China im Winter 1959 eine furchtbare Hungersnot. Ganze Dörfer verhungern. Nachdem sie auch Gras und Baumrinde aufgegessen hatten, blieb den Menschen gar nichts mehr. Als sie nichts mehr zu essen hatten, aßen sie die Leichen kürzlich Verstorbener. Ich erzähle Ihnen eine wahre Geschichte. Ein Mann sagte zu seiner Frau: Wir können nicht alle überleben. Deshalb gebe ich euch meine Essensration. Wenn ich sterbe, musst du mich essen, damit du unser Kind durchbringst. Niemand weiß, wie verbreitet der Kannibalismus war. Jüngste Schätzungen gehen von 40 Millionen Hungertoten zwischen 1959 und 1961 aus. Es ist die größte von Menschen verursachte Hungerkatastrophe der Geschichte. Das Ausmaß dieser Katastrophe wird jedoch geheim gehalten. Nur die Führungsschicht der Kommunistischen Partei kennt die Wahrheit. Mao wird heimlich entmachtet. Und Liu Shaoqi, ein Pragmatiker, übernimmt die Macht im Staat. Erstmals seit 25 Jahren
muss Mao in die zweite Reihe zurücktreten. In den folgenden 5 Jahren plant er seine Rückkehr an die Macht. Im Jahr 1966 schwimmt der 73-jährige Mao mit großer propagandistischer Begleitung im Yangtze-Fluss. Jahrelang hat er bitter zugesehen, wie Chinas Neuführung seine Revolution verspielt. Jetzt ist es für ihn Zeit, auf die politische Bühne zurückzukehren. Das Bad im Yangtze soll signalisieren: Seht her, ich bin wieder da. Im gleichen Jahr ruft er Schüler und Studenten aus ganz China zu mehreren riesigen Demonstrationen nach Peking. Er kalkuliert zu Recht darauf, dass die Hungerkatastrophe bereits aus dem Bewusstsein der jungen Leute verschwunden ist. Mao als Nationalheld dagegen ist unvergessen. Die Menschen waren von Mao begeistert. Sie liebten ihn. In ihren Augen war er perfekt. Meine Kommilitonen nahmen an den Demonstrationen teil und warteten stundenlang, dass der Vorsitzende Mao vorbeikam und ihnen zuwinkte. Er war wie ein Gott. Maos Gedanken werden 1966 in einem kleinen roten Buch veröffentlicht, das die Jugend Chinas mit hysterischer Begeisterung aufnimmt. Jeden Tag wurden Mao und die Kommunistische Partei im Rundfunk und in den Zeitungen gepriesen. In unseren Augen war er der Retter Chinas. Sein Bild und seine Lehrsätze waren in unserem Leben allgegenwärtig. Jeder, der ihm einmal die Hände schütteln durfte, wusch seine Hände danach wochenlang nicht mehr. Und alle anderen wollten demjenigen dann auch die Hand geben, weil seine Hand die des Vorsitzenden Mao berührt hatte. Mao ist überzeugt, dass die gemäßigte Regierung im Land den Kapitalismus wiederherstellen wollte. Ohne Rücksicht auf normale politische Gepflogenheiten ruft er die Studenten dazu auf, das kapitalistische Geschwür herauszuschneiden, womit er seine politischen Gegner meint. China ist jetzt fest im Griff der später sogenannten großen proletarischen Kulturrevolution. Mao war ein sehr geschickter politischer Drahtzieher. Er hat absichtlich ein Chaos herbeigeführt, um die Partei wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Er war nicht verrückt. Er wusste sehr wohl, warum er die Konflikte inszenierte. Damit schwächte er seine politischen Gegner, um dann selbst wieder die Kontrolle und die Macht zu übernehmen. Wie ein Sturm fegt das Chaos über China. Die Roten Garden verfolgen politisch Gemäßigte. Viele der Opfer sind Maos alte Feinde, die Intellektuellen. Chen Yizi wagt es, einen Brief an Mao zu schreiben und mehr Demokratie zu fordern. Ich wurde über 100 Mal öffentlich angeprangert und 3-mal bis zur Bewusstlosigkeit geprügelt. Ich wäre fast dabei gestorben. 4 Mitglieder meiner Familie wurden umgebracht, weil ich verdächtig war, ein Konterrevolutionär zu sein. Familien wurden zerstört. Eltern wurden die Kinder weggenommen. In der Firma meines Mannes wurden Menschen zu Tode gefoltert. Man rollte sie in eine Decke ein, prügelte sie zu Tode und warf sie dann aus dem Fenster. Hinterher hieß es war Selbstmord. Mao ist wieder an der Macht. Auf einer Parteiversammlung der Kommunisten im Jahr 1969 wird er von seinen Anhängern frenetisch begrüßt. Skrupellos nützt er seine wiedergewonnene Popularität aus. Während die Roten Garden im Land marodieren,
frönte er schamlos seiner Lust auf junge Frauen. Mao war so populär wie heute ein Rockstar, sogar noch 10-mal populärer. Ihn zu berühren, war für viele das Größte. Junge Frauen waren bereit, ihm auf jede Art zu dienen. Zwei meiner Kommilitoninnen machten sich heimlich von zu Hause davon, um im Büro des Zentralkomitees nur für ihn da zu sein und ihn zu unterhalten. Es war kein Problem für ihn, junge Mädchen zu finden, die mit ihm ins Bett gingen. Bis Ende der 60er Jahre werden über 1 Million Menschen von den Roten Garden umgebracht oder in Gefängnisse gesteckt. Maos Gegner waren ausgeschaltet. Jetzt begreift selbst er, dass die Ordnung wiederhergestellt werden muss. Die Roten Garden sind nicht mehr nötig. Viele werden aufs Land verbannt. Nach den chaotischen Jahren innerhalb Chinas will Mao jetzt die weltweite Isolierung des Landes durchbrechen. Es ist seine letzte große Anstrengung. In seiner typisch unverfrorenen Art wendet er sich seinem Erzfeind, den USA, zu. 1972 lädt er Präsident Richard Nixon zu einem Besuch nach Peking ein. Es ist die erste offizielle Begegnung der beiden Staaten seit fast 30 Jahren. Mao fühlt sich in Nixons Gegenwart wohl. Die Amerikaner haben allerdings manchmal Schwierigkeiten, den Sinn seiner Worte zu begreifen. Gelegentlich machte Mao Bemerkungen, deren Sinn sich niemandem erschloss. Sie waren geheimnisvoll. Wenn man wie wir ihren Kontext nicht verstand, konnte man sich keinen rechten Reim darauf machen. Den Chinesen ging es allerdings genauso. Doch sie bewegten sich auf noch unsichererem Boden, denn sie hatten Angst, dass ihnen etwas passieren würde, wenn sie Maos Worte falsch übersetzten. China ist wieder zurück auf dem internationalen politischen Parkett. Doch Mao ist gesundheitlich stark angegriffen und wird die Ergebnisse seiner Diplomatie nicht mehr erleben. Am 18. September 1976 stirbt Mao, 83-jährig. China ist am Boden zerstört. Noch heute entzweit sein Vermächtnis die Chinesen. Seine Fehleinschätzungen bedeuteten für Abermillionen Menschen den Tod. So gesehen war er ein politischer Verbrecher historischen Ausmaßes. Aber er hat auch viel Gutes bewirkt. Maos Charakter hatte zwei Seiten. Ohne ihn wäre die Revolution unmöglich gewesen, aber er war auch unredlich und intrigant. Er war beides zugleich, Monster und Genie.